UN-Chef Antonio Guterres. Die Menschheit steht angesichts der Klimakrise vor einem kollektiven Selbstmord. Wir haben die Wahl. Kollektives Handeln oder kollektiver Selbstmord. Es liegt in unserer Hand. Dies ist eine historisch völlig neue Situation, die nicht mit alten Denk- und Handlungsweisen gelöst werden kann. Auch nicht, indem man hofft, dass andere Lösungen finden, und versucht, das mit Protest und zivilem Ungehorsam zu erreichen. Hier sind einige, für ein planetarisches Überleben entscheidende Fragestellungen, dass dieses Kernproblem unserer Zeit diskutiert und in naher Zukunft Lösungen gefunden werden, welche kurzfristig funktionieren. Fragen zur Rolle des monetären Weltsystems oder Weltfinanzsystems in dieser globalen Krisensituation. Wir sind in einer Situation, in welcher weltweit alle auf das Engste zusammenarbeiten und zusammenkommen müssen. Oder es sterben im weiteren Verlauf in einem nicht mehr aufzuhaltenden Kaskadeneffekt der sich auftürmenden Klimakatastrophe und dem Kollaps sämtlicher Ökosysteme, des Ökosystems Erde, sehr wahrscheinlich alle. Die Spezies Mensch mitsamt der gesamten planetarischen Lebenswelt auf dieser Erde. Dazu: Wie sehen Sie den Einfluss des Geldwesens im Allgemeinen auf die Aufteilung, Getrenntheit und Uneinigkeit der Menschheit? Wie kann der Wettbewerb und die Rivalität um die Finanzmacht, ums Geld, mit Geld oder in einem monetären System kurzfristig beigelegt werden? Wie kann der extreme Konkurrenzkampf, den das Geldsystem auf die heute wesentliche Produktions- und Versorgungsstruktur, auf alle Unternehmen, vor allem auf die größten Konzerne der Welt, sowie jeweilige Finanzholdings und Banken ausübt, welcher zum unbedingten Absatz inklusive manipulativer Werbemaschinerie und geplanter Obsoleszenz zwingt? Nicht zu vergessen die jeweiligen Militär- oder Verteidigungsapparate, alles in Hinsicht auf Rohstoffe und Ressourcen, zum Beispiel Energie, oder Transitwege abzusichern. Wie kann dieser, inzwischen für alles Leben auf diesem Planeten, tödliche Konkurrenzkampf kurzfristig beigelegt werden? Wie kann es in Beibehaltung des monetären Weltsystems erreicht werden, dass diejenigen, die am wenigsten verkaufen, zum Teil ihre Industrien aufgeben, auf ihre besten Einnahmen verzichten, somit vor den Wettbewerbern monetär bedingt nicht mehr konkurrenzfähig sind, dass diese infolgedessen und damit eine Weltmarktführerschaft übernehmen, beibehalten oder sich überhaupt nur auf den verschiedenen regionalen bis globalen Märkten halten können? Welche Regierung, welche Partei und Politikerin, welcher oder welche Firmenchefin oder Managerin, welche demokratisierte Wirtschaft, welche Bürgerinnenversammlung, welche GWÖ-Abstimmung und Labelgebung, welcher Massenprotest oder zivile Ungehorsam, kann ohne Konsequenzen ein Unternehmen, eine Region, eine Nation oder eine Wirtschaftsunion in die monetär-wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit hinein entscheiden oder führen? Ergebnisse und Folgen dessen siehe in Griechenland oder afrikanischen Ländern. Wer soll in der Kürze der verbleibenden Zeit die Verfügungsgewalt über die globalen Finanz- oder Kapitalströme derart an sich reißen, dass daraufhin genauestens eingeteilt werden kann, wer was wie viel, für welches Unternehmen, Projekt und dergleichen bekommt? Oder wer aus dem monetären Rennen weitgehend raus ist? Es ist von größter Dringlichkeit herauszufinden, ob und wie die Menschheit ein Überleben innerhalb und in Beibehaltung des monetären Systems erreichen kann. Oder, falls nicht, wie es kurzfristig so ersetzt werden kann, dass es nicht zu dem zu erwartenden dystopischen Endzeit-Chaos kommt. Worauf es jetzt ankommt, die Rolle der 500 größten Unternehmen. In dieser planetarischen Gefahrensituation kommt es entscheidend auf die 500 größten Unternehmen mit ihren mehr als 400 Millionen Beschäftigten rund um den Erdball inklusive Zulieferer und Millionen weiteren abhängig Beschäftigten im weiteren Sinne, zum Beispiel Kleinbauern, welche fast das gesamte Leben des etwas reicheren Bevölkerungsanteils von 3 bis 4 Milliarden Menschen in einer gewissen Struktur halten, die Grundversorgung gewährleisten und mit allerlei, aber auch den essentiell notwendigen Produkten versorgen, zum Beispiel Energie, Kommunikation und digitale Vernetzung, Lebensmittel und Konsumgüter, Mobilität, bis in das Gesundheits- und Bildungswesen hinein, dass es jetzt darauf ankommt, dass sie sich mit ihren Vernetzungsstrukturen und Kapazitäten, mit ihrem Manpower und Know-how, zuletzt an der Weltrettung beteiligen. Rein als Begrifflichkeiten, Corporate Volunteering und Company Sharing. Aber an dieser Kernfrage kristallisiert sich heraus, dass solange monetäre Mittel, Geld oder das Weltfinanzsystem, aktiv sind, sie das nicht können,
da genauso lange der monetär bedingte Wettbewerb oder Konkurrenzkampf besteht und zwangsweise genügend Finanzen generiert werden müssen. Nebenbei bemerkt, es gibt inzwischen eine Revolution, und zwar eine, die mehr oder weniger der Revolution des Buchdrucks entspricht und bereits fast vollständig entwickelt parallel in Betrieb ist. Die globale Vernetzung und Digitalisierung. Die digitalen Netzwerke bzw. eine reine, nicht monetäre, globale Netzwerkgesellschaft und Ökonomie an und für sich gestellt, als alleiniges Organisationsinstrument und Grundlage hätten keine inhärenten Einflüsse auf Gesellschaften wie Konzentration, damit Rivalität und Konkurrenz, der Erzeugung eines allgemeinen, steten, artifiziellen Mangels im Kampf um die Finanzmittel, wie das durch das monetäre Organisationshilfsmittels zwangsläufig der Fall ist. Nur auf dieser Basis könnte die Welt, anstatt gegeneinander, universell miteinander gegen die Klimakatastrophe und den ökologischen Kollaps ankämpfen. In einer Weiterverwendung des monetären Hilfsmittels wird's ein Untergang ohne nennenswerten Kampf dagegen. Es geht jetzt um die richtige global strukturelle Grundlagenlegung, um den planetarischen Überlebenskampf entsprechend führen zu können. Erst nach einem schnellen Systemwechsel, bzw. Wechsels der Menschheitsorganisationshilfsmittels, könnten zum Beispiel die Automobilhersteller statt Millionen Automobile Millionen Direct-Air-Capture-Module produzieren mit entsprechender Stromversorgung über gleichzeitig zu errichtende Concentrated-Solar-Power-Anlagen in Wüstengebieten, als das wesentliche Element für ein neues, regeneratives Energiesystem für den globalen Norden wie für den globalen Süden. Können viele Industrien Bewässerungs- und Regensysteme für die Wälder dieser Welt herstellen, können Milliarden Renaturierungen und Ökologisierungsprojekte rund um den Erdball zum Teil von den Armeen dieser Welt, die dann nicht mehr gegeneinander stehen, in Angriff genommen werden. Können die Weltmeere so weit wie möglich von Plastik und anderen Vermüllungen, inklusive atomaren Giftmülls, befreit werden? Können die Industrien auf der Welt im Sinne der Nachhaltigkeit umfangreich modifiziert oder zum Teil, sofern sie durch den Systemwechsel nicht mehr benötigt werden, wie zum Beispiel Rüstungsindustrien, stillgelegt werden? Es käme darauf an, dass sich die großen digitalen Unternehmen, wie SAP oder in Amerika, China, Russland oder sonst wo andere, welche heute bereits dafür sorgen, dass sich die großen wie kleineren Unternehmen global oder nur regional organisieren, weltweit zusammensetzen und die Grundlage für eine reine, nicht monetäre, globale Netzwerkökonomie und Gesellschaft legen. Wobei die internen Netzwerke der Unternehmen, insbesondere die der 500 Großkonzerne, untereinander vernetzt, sowie diese mit noch zu entwickelnden Netzwerken für das zivile Leben verknüpft werden. Wobei zuerst in einer virtuellen Simulation der lokale, regionale und weltweite Bedarf für fast 8 Milliarden Menschen ermittelt wird, als erstes in Hinsicht auf den existenziell notwendigen Grundbedarf wie Trinkwasser, Nahrungs- und Lebensmittel, digitale und Kommunikationsmittel, Immobilien und Behausungen, Energieverbrauch, Gesundheitswesen, Bekleidungen und so fort, sowie ein darüber hinausgehender Bedarf, wie zum Beispiel Tourismus, welches für alle Menschen, für alle Unternehmen und Geschäfte sichtbar ist, sodass die Unternehmen in Zusammenarbeit mit ihren Zulieferern erörtern und darlegen, wie viel sie von diesem Bedarf und in welcher Region abdecken können. Sowie die politischen Systeme dementsprechend jeweils lokal, kommunal, regional, überregional und global Steuern und Entscheidungen fällen, zum Beispiel inwiefern planetarische Grenzen und eine Nachhaltigkeit in Hinsicht auf Rohstoffe und Ressourcen eingehalten werden, inwiefern die Rettung, Stabilisierung und Erhaltung der Natur und Ökosysteme voranschreitet, zum Beispiel einer gigantischen Treibhausgasabscheidung sowie einer Befreiung der Meere, Flüsse und Landmassen so weit wie möglich von sämtlichen Plastik, Giftmüll und sonstigen Verunreinigungen und Verschmutzungen. Wie zeitnah der Hunger weltweit beendet und der globale Süden entwickelt werden kann. Wie Verteilungsfragen geregelt werden, bezüglich des hinausgehenden Bedarfs, falls dieser nicht ausreichend gedeckt ist, eventuell mittels Verlosungssystemen, und so weiter und so fort. Wenn diese Simulation soweit ausgereift ist, sowie es eine Art Sicherheitsnetz für die zu erwartenden Kollapse bildet, und die Menschen gleichzeitig darüber erkennen, dass die Welt auf einer reinen Netzwerkbasis funktionieren würde, könnte das, eventuell nach einem abgehaltenen Weltreferendum, durch eine Art Weltwährungsreform zu einem definierten Stichtag in naher Zukunft in Funktion gesetzt werden. Und erst daraufhin können zügig und unbehindert synchrone und gemeinschaftliche Schritte begangen werden, die dieser höchsten Alarmstufe, in der wir uns in der Realität befinden, entsprechen. Außerdem wäre es wichtig, dass,
ähnlich wie beim Vorgehen gegen die Covid-Pandemie, ein Katastrophenteam aus politischen EntscheidungsträgerInnen, WissenschaftlerInnen, EntscheidungsträgerInnen der Wirtschaftswelt, Verantwortliche in Medienanstalten und JournalistInnen das öffentliche Bewusstsein im ausreichenden Maße bildeten, entsprechende Maßnahmen analysierten, vorbereiteten und einführten, dass das jetzt in ähnlicher Weise gegen die Klimakatastrophe sowie den ökologischen Kollaps global abgestimmt und simultan geschieht. Wobei die Maßnahmen hier etwas anders, insgesamt aber viel weitreichender sein müssen. Es ginge auch darum, die sogenannten Eliten damit zu konfrontieren und davon zu überzeugen, dass ebenso sie, genauso wie alle Menschen, nur darüber ein Überleben erreichen können, wenn sie dieses große Menschheitsprojekt unmittelbar vorantreiben und mit allen verfügbaren Mitteln unterstützen. Nämlich die schnellstmögliche Einrichtung einer reinen, globalen Netzwerkökonomie und Gesellschaft. In den Dimensionen und in der Geschwindigkeit, in welcher wir jetzt alle zusammen kollektiv und lokal-global handeln müssen, ist das für ein planetarisches Überleben entscheidend. Es ist jetzt die historisch letzte Chance, mit dem erheblichen Einfluss, den die Eliten haben, noch etwas im entsprechenden Maße zu bewirken. In nicht allzu ferner Zukunft wird Geld und der damit verbundene Einfluss und Möglichkeiten keine Rolle mehr spielen. Gewiss ist, dass das monetäre System keinen nennenswerten Überlebenskampf zulässt. Was bedeutet, dass ab einem ungewissen Zeitpunkt sämtliche finanzielle Vermögen, Aktien und Wertpapiere, sämtliches Eigentum, sämtliche Sachwerte und Wertgegenstände, zuletzt das Leben jeden Wert verlieren wird.